Hi! Nochmal ein Video zu früher Stunde. Mein neues Video von gestern Abend aus der Reihe Hasselalphabet hat schon ein paar Wellen geschlagen und genau die Leute erreicht, die es erreichen sollte. Ich muss in diesem Nachtrag allerdings noch etwas klarstellen. Ich habe in meinem Video gestern erwähnt, dass die Person, die mir da geschrieben hat, mit Radio Wuppertal zusammenhängt. Das sollte aber nicht heißen, dass sie für oder im Auftrag von Radio Wuppertal arbeitet. Diese haben niemals jemandem gesagt, dass man so mit Leuten umzugehen hat. Radio Wuppertal ist aus der Geschichte komplett raus. Der Ansprechpartner war vom Bürgerfunk. Diese produzieren frei und ohne Gewinn. Dies war mir erstens vorher nicht klar und zweitens hätte man mir das auch anders sagen können. Wem Bürgerfunk überhaupt nichts sagt, der kann es entweder googeln oder sich unten in der Videobeschreibung mal ein Beispiel anschauen, denn Quink und Cult Mirror haben das etwa vor 7 Jahren mal gemacht. Ja, die Cult Mirror und ja, der Quink. Des Weiteren hat sich die Person aus dem Chat gestern Abend telefonisch bei mir gemeldet und hat sich entschuldigt. Wir sind jetzt keine Freunde, aber das halte ich zumindest mal für die erwachsenste Gegenreaktion, da ich bei der bisher bekannten Ausdrucksweise eher mit so etwas wie der Veröffentlichung meiner Handynummer gerechnet hätte. Das Video bleibt natürlich trotzdem online, denn auf jede Aktion folgt eine Reaktion oder in diesem Fall eine Lektion. Ich möchte das Hauptaugenmerk nochmal in den Vordergrund rücken, nämlich den Respekt und die Ausdrucksweise fremden Menschen gegenüber, sowie die Ausbeutung und Nichtwertschätzung von Arbeitskräften. Der genannte Fall war nur einer von vielen. Das war's, abonniert meinen Scheißkanal, bis bald!